So, schön, dass ihr da seid, dass ihr mich hier begleitet. Ja, bisher habe ich mich durch die Schandstadt gequält und habe den Eingang in eine, was so aussieht wie eine Spinnenhöhle gefunden. Und Quelaag sagt mir auch was, ich bin ja nicht ganz verschont geblieben von Spoilern, wie auch bei so einem alten Spiel. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es jetzt dran, eine Spinne zu töten. Mein erster Versuch, let's go. Ach Gott. Ja, natürlich. Natürlich ist es eine feuerspuckende Spinne. Mit Fingernägeln. Hallo. Kannst du mal nicht so nah rankommen, bitte? Oh wow, okay. Alles klar, die schlägt auch mit ihrem Schwert zu. Hör mal auf, bitte. Ich muss saufen. Kannst du ein paar Meter weggehen? Oh, die macht auch durch mein Schild Schaden. Und da auch Schaden. Und da auch Schaden. Oh Gott, und da sind jetzt Lavapfützen auf dem Boden. 48 Damage. 96. Ah, und tot. Chaos Hexe Quelaag. Das ist, bin ich nicht von überzeugt. Bin ich nicht überzeugt, hau ich sie mit der Riesenkeule? Kann ich das Ding mittlerweile tragen? Nee. Also, boah, das geht schon wieder. Also so Spinnen, ich würde ja mal sagen, so ein Bein von einer Spinne kann man abhacken. Also ich hätte schon gerne eine scharfe Waffe. Hellebarde vielleicht? Nee. Eigentlich fand ich das eine Schwert ganz geil, aber das geht bald kaputt, das gerade Kristallschwert. Und macht keinen Schaden mehr aktuell. Sinnfrei. Puh. Ich probiere mal kurz die Keule hier an dem Freund aus. Wow. Ja, die macht jetzt nicht so viel Schaden, wie ich mir erhofft hatte. Da bin ich mit meiner Axt besser dran. Gut, ich glaube, in die Richtung habe ich ziemlich viel mir angeguckt. Ich muss mal nochmal in die andere Richtung schauen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwo was vergessen. Ja, ihr seid blöde Mistviecher. Ihr seid so blöde Mistviecher. Drecksviecher, ey.
Ja, ich vergift mich jetzt, egal. Ich hole mir das jetzt, die 300 Seelen. Ist auch egal. Ich sterbe jetzt sowieso. An dem Gift. Vielleicht kann ich noch ein paar Seelen mitnehmen. Ey, Mike, grüß dich. Hi. Alles andere nicht plus 4. Ja, ich weiß schon. Ich habe die Axt vielleicht ein bisschen zu viel gelevelt in dem Moment. Ah, ich krieg nicht noch mehr Gift dazu. Na, das ist ja schon mal was. Ja, sie macht schon einen guten Job. Aber ich habe einfach schon. Also hier sammle ich auch nicht wirklich viele Seelen. Mit dem Schwert schlage ich schon dazu und kann mehr Schaden machen, gefühlt. Aber ist jetzt alles nicht so wild. Ich suche eigentlich gerade. Ich hoffe, dass ich irgendwo noch eine Abkürzung verpasst habe. Weil ich da vorhin runtergefallen bin und die würde ich jetzt gerne suchen. Hier muss es doch eine Möglichkeit geben, schneller wieder nach Hause zu kommen. Das kann doch nicht sein. Wait. Bin ich blind oder geht's hier einfach nicht mehr nach oben? Ah, hier. Ja, aber hier war ich doch schon. Und hier bin ich doch gekommen. Auf die 1000 Seelen kann ich auch pfeifen gerade, ganz ehrlich. Ja, als ob. Ah, du kommst runter. Das ist aber lieb von dir. So, und jetzt muss ich erst wieder hier runter hüpfen, dass ich da wieder hoch kann. Okay. Hier vielleicht irgendwo? Ne, da unten war ich. Genau. Ah, okay. Da komme ich. Okay. Das gibt's doch nicht. Und da drüben bin ich auch noch nicht hingekommen. Von der anderen Seite. Aber wie komme ich da hin? Wo geht's da hin? Wie komme ich da rüber? Gucke ich noch mal oben lang. Ach ja. Ja, genau. Aua.
Ja, jetzt kommen hier die 2, 3 wahrscheinlich an, die hier noch unterwegs sind. Dann muss ich doch irgendwie da rüberkommen. Oder ist das doch unten? Oh, da bist du ja. Autsch. Uncool. Zubbel, zubbel, zubbel. Jawohl, geil. So macht's Spaß, hey, wenn man erstmal irgendwo reinbackt. Oh. Wie komme ich denn da rüber? Ist hier oben noch irgendwas, dass ich da oben lang komme? So schwer zu erkennen, aber ich glaube nicht. Nee, okay, hier oben nicht. Das muss von unten irgendwie gehen, bei dem Paternoster. Okay, nochmal zurück. Weil den ganzen Weg mich jetzt wieder hochkämpfen, ja, könnte ich machen. Dann kann ich auch meine Waffe reparieren gehen, aber ich will ja eigentlich eine Abkürzung haben und nicht den ganzen verdammten Weg wieder zurücklaufen. Da. Und eine Kiste ist hier auch und ein Loot und so. Also irgendwie muss ich doch da hinkommen. Es sah jetzt so aus, als würde es. Jetzt müsste ich hier außen rumlaufen, also unten entlang und dann. Mal kurz mal gucken, was hier noch ist. Irgendwelche Wurzeln, die man vielleicht hochgehen kann oder so? Nee. Also gefühlt habe ich an Quelaag viel zu wenig Schaden gemacht. Hoppala. Komm her. Habe ich eigentlich noch irgendwas Cooles dabei? Nee. Machen wir es einfach so. Kurz warten. So, da ich mich in die Richtung sowieso noch mal kämpfen muss, kann ich auch kurz meine Flakons auffüllen. Aufsteigen kann ich noch nicht. Oh, Zauberei einstimmen. Wait. Stimmt. Hallo? Pyro oder Giftnebeln? Aufladung ein, Slot ein. Mache ich einfach das. So, und jetzt? Wie funktionierst du? Das muss ich wahrscheinlich. Das tun.
Was ist das für ein Zauber? Okay, ich verliere Lebenspunkte. Okay. das war so nicht geplant. Ich bin jetzt, glaube ich, stärker. Verliere aber deswegen Lebenspunkte. Okay. Ach ja. Und die gute alte Vergiftung. Haben wir auch noch dazu. Perfekt. Hier, ah, guck mal, ja, da oben, da vielleicht. Mal gucken. Probieren wir das nochmal mit dem Kollegen hier. Ich hätte mal lesen sollen, was der Zauber tut. Nicht einfach benutzen. Nein! Dieses dämliche... Was ist das für ein Aufzug, bitte? Na, zumindest ist dieser Zauber weg. Der mir gefühlt nichts gebracht hat. So, jetzt kommen die beiden Kollegen da drüben wieder. Ach komm. Weil der hier den Weg so blöd versperrt, ne? Ist doch eine Arschgeige. Ey! Was? Kamera, was? Blöder Aufzug. Was ist denn das? An einem dummen Aufzug. Keine Lust gehabt, auf die zwei zu warten, die zwei fliegen. Ich verzweifle an diesem Aufzug mehr als an den Gegnern hier, die hier unterwegs sind. Danke. So, und ich will jetzt eigentlich darüber. Ah ja, okay, da oben irgendwo. Und da oben war ich doch vorhin schon. Dann gucken wir mal. Nee, nein, nein, nein. Ah, ich glaube, hier war ich noch nicht lang gelaufen. Ah, guck mal. Okay. Hi. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, und jetzt spuckst du Feuer, jetzt wo ich's...
Danke. Fliege, 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 Fliege. Zwei Fliegen. An einer sehr ungeschickten Stelle. Drei Fliegen. Gut. Ah, habe ich den Weg auch mal gefunden. Sieglermaske und Robe. Bann-Zinnbeschleuniger. Zinnbeschleuniger. Linderung. Zauberei. Okay, Moment. Also. Sieglermaske. Die hat Feuerwiderstand. Oh, Moment. Blutungsresistenz, Feuerabwehr. Das ist Feuerabwehr, ja. Oh. Wandererkapuze. Schäbige Stoffrobe, 30 Feuerabwehr. Noch eine mit mehr? Nee. Der hat 26. Der Wanderermantel, der ist nicht schlecht. Schäbige Stoffmanschetten. Schwere Stiefel 18. Oh. Das ist natürlich gegen Quelaag. Wunderbar. Cool, 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 cool. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Hier noch irgendwas? Nö. Das ist nicht euer Ernst. Da hinten geht's doch weiter. Ah, nee, halt. Das ist die andere Seite dieser... Okay, Moment, nee. Hier gibt's nix. Da oben ist doch was. Oder auch nicht. Da oben ist doch was. Wieso komme ich da nicht hin? Verdammte Axt. Ich hatte... Das sah für mich jetzt wirklich so... abkürzungsmäßig aus. Och, Menno. Bin ich wieder nur blind und sehe irgendeine Leiter nicht? Oder vielleicht ein Stockwerk tiefer in die Richtung nochmal gucken?
Aber hier war ich doch. Also hier ist, nee, das ist, hier geht's ja nur, da ging's ja nur auf der anderen Seite den normalen Weg hoch. Beziehungsweise runter, von da bin ich ja gekommen. Puh, ich hatte wirklich gehofft, dass hier irgendwo eine Abkürzung wäre. Jungs, ich brauche ein bisschen Moos. Da ist ja noch ein Hund. Nee, die sind nicht mehr da. Die sind weg. Meine Moosbuddies sind weg. Ja. Was ist denn hier? War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Okay. Okay, irgendwo ist was gestorben. Wie auch immer das passiert ist. Ja, scheiße, ich habe nichts gegen Vergiftung. Was ist das? Warum kann ich das nicht? Keine Ahnung, brauche ich Kerzen für, wohl anscheinend. Giftnebel. Naja, bringt mir doch alles nichts. Aufsteigen kann ich auch nicht. Ist alles zu teuer. Aushöhlung umkehren. Was ist das? Menschlichkeit darbieten. So, was macht er jetzt? Was? Okay, und was hat das jetzt gebracht? Dass er seinen Fuß über seinen Arm hält. Hey, wow, wie sehe ich denn aus? Warum sehe ich aus wie ein Mensch und nicht wie ein Untoter? Ja, geil. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, aber... Invasion des Finstergeistes. Wilde irgendwas. Was passiert jetzt? Ich hab doch Offline-Modus. Wer bist du? Was soll das?
Ich dachte, das funktioniert im... Wurde besiegt. Wurde besiegt, wurde besiegt. Hast du was für mich? Menschlichkeit erhalten. Schlachtermesser. Ey, ich habe euch doch gerade gekillt. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Klar machst du mir Schaden. Ich habe 7 Estus-Flakons. Hä? Wie? Warum? Okay. Und 14.000 Seelen. Wait. Okay, einmal leveln gehen. Aus irgendeinem Grund sind diese Dinger jetzt hier weg. Da standen vorhin die ganze Zeit Dinger rum. An denen ich dann hängen geblieben bin, wenn ich an denen hin wollte. Die sind jetzt definitiv kein Problem mehr. Ja, komm mal her, du. Ja. Komm her jetzt. Ja, in dem Fall, boah, gehe ich mich halt doch mit der Lady prügeln, ne? Nein, 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 sehr gut. Kommen die? Nee, sehr gut. Kann ich einfach vorbeilaufen. Perfekt. Kurz warten. Ich hab leider nichts. Und ich atme. Dieses Geräusch habe ich bisher noch nicht gehört gehabt. Gut, also ich probiere jetzt nochmal. Ich probiere einfach, ob ich ihre Beine abhacken kann. Sowas ist doch bei Spinnen immer so das der Way to go in solchen, in so Spielen, oder? Ah! Hab ich mich erschrocken. Ah! Okay, also meine Vermutung ist, dass ich jetzt durch den Kill von ihr, das ist doch ein NPC-Ding wohl wahrscheinlich, dadurch, dass ich das Menschlichkeitsding dargeboten habe, irgendwie kam sie dann und dann musste ich gegen sie kämpfen und da ich sie besiegt habe, würde sie mir jetzt beim Boss helfen. Aber das will ich gar nicht. Das ist doch...
Cheaten, oder? Hi, ich bin's wieder. Grüß dich. Boah. Hack die Beine ab und stirb am besten sofort. Ich hab gedacht, ich hab Feuerwiderstand in der Rüstung. Was war das? Jetzt sehe ich auch wieder aus wie ein Untoter, ne? Ja. Und jetzt ist hier auch wieder diese dämliche. Ah, guck mal. Man kann sich's auch schwerer machen, als es eigentlich ist, indem man sich hier wirklich durchquält. Aber man kann auch einfach eine Rolle durchmachen, dann hat sich die Nummer nämlich erledigt. So, jetzt zu dir. So, dann darüber. Und hier muss ich warten. Ja, dann kill ich, glaube ich, die beiden doch noch. So, hier muss ich wieder warten, bis das Gift weg ist, weil ich hab nix und ich komme auch wirklich nicht dorthin. Ah, guck mal, von hier kann man viel besser sehen, was da los ist. So, jetzt ist die Frage. War ich da schon? Ich weiß nicht, ob ich da ganz oben schon war. Ich glaube nicht. Aber wie komme ich da hin? Ich meine, da sind Fackeln und Zeug, da muss man doch hinkommen. Gleich. Jetzt gehen wir erstmal nochmal. Jetzt gehen wir nochmal in das Loch der Spinne. Vielleicht hat sich die Frage damit dann auch erledigt. Wobei ich nicht glaube, dass. Ah, was? Warum? Oh Gott! Ich bin doch vorhin darüber gerannt und niemand hat's gestört. Ah ja, jetzt darf ich die gute Dame auch nicht mehr rufen, nachdem ich einmal draufgegangen bin. Gib mir erstmal meine Seelchen zurück. Boah, ey. Come on. Okay, das ist der Moment, den man haben will, glaube ich, wenn sie diesen macht. Weil dann hat man Zeit. Autschi. Autschi. Zu früh. Zu früh. Nee, nicht zu früh. Au, aua. Und tot. Das sind halt auch 7400 Seelen, ne? Da könnte ich fast noch einmal leveln dann.
So, dann gucken wir noch mal darauf. Weil ich habe jetzt, also von da hinten sah es so aus, als wäre hier noch irgendwie eine Ecke, an der ich noch nicht gewesen bin. Ich muss noch mal gucken gehen. Ach, wow. Ja, vergiftet. Schon klar. Jetzt kann ich auch gerade mal kurz hier rüber schauen, wenn ich schon vergiftet bin. Eine große Scherbe, nice. Ist da hinten noch irgendwas? Ach, Fliegen. Ja, auf euch habe ich Bock jetzt. Klar. Die Atlas Boys sind auch da. Also bevor die Vergiftung hier aufhört, rüberlaufen. Der Aufzug, Endboss Aufzug. Der Plan ist jetzt, dass ich da hochguck und nochmal schaue, ob es da eine Abkürzung gibt, weil für mich sah es jetzt so aus. Als könnte ich da doch noch ein Stückchen höher. In den Bereich, den ich noch nicht angeguckt habe. Den ich einfach vielleicht übersehen habe oder so. Keine Ahnung. Ich werde es gleich rausfinden. Ich guck's mir nochmal an. Weil ich habe hier in diesen Gebieten schon so oft irgendwelche Leitern übersehen, wo ich dann dachte, gibt's ja gar nicht. Ja, danke. Da hoch. Und dann, wenn ich keine Flakons mehr habe. Darauf, da oben war ich noch nicht. Oder war ich da schon? Nee, da war ich doch noch nicht. Habe ich das einfach übersehen? Ich bin hier rechts entlang und habe übersehen, dass es hier noch hochgeht. Oh mein Gott. Okay. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Ah, wie die Leichen immer an mir dran kleben bleiben. Ja, ich find's super. Köstlich. Hey, Kiste. Und? Frisst sie mich? Nein. Neulondo-Ruinenschlüssel? Ich hab. Es sieht so aus, als hätte ich endlich. Die lang ersehnte. Autsch. Die lang ersehnte Abkürzung gefunden. Oh. Ach ja, ich hau immer zu früh nochmal drauf. Zwei Stück. Okay. Das wird jetzt ein bisschen härter.
dass er genau in dem Moment, ne? Autsch! Nein, 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 nein! Das wollte ich doch vermeiden. Ich wollte noch... Okay, jetzt sind sie weg. Aber okay, dann brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr drüber machen, was mit den Seelen bei Quelak ist. Ah, nun denn. Ich habe einfach da oben den Weg übersehen. Der Aufzug. Bin hier hoch und bin dann hier rechts abgebogen und nicht die Leiter nach oben. Unglaublich. Da ist immer noch so eine dämliche Biene hinter mir her, ne? Hi. So, kriegen wir das hin, dass da nur einer kommt? Ja, sehr gut. Easy. Easy as that. Ah, Leute, mein Gaming-Kanal auf YouTube ist übrigens aktiv jetzt. Die erste Folge Dark Souls ist schon hochgeladen. Autsch. Und das hier landet auch dort. Tassilo Gaming. Ja, komm her. Alles gut. Alles gut, Digga. Diese Jaucheküchlein, das klingt so unglaublich schmackhaft, aber ich will sie nicht essen. Hallo? Drachental. Okay, da gibt's nix. Okay, die Brücke hält. Oh, ich hatte gerade kurz Angst, dass das kaputt geht. Oh, und da hinten geht's runter. So, und hierfür ist wahrscheinlich der Schlüssel. Nach unten? Noch tiefer? Scheiße, wo bin ich?
Hey, ihr seid doch so Pissgegner. Was? Wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Was ist das alles hier? Och nee. Kriege ich Erfahrungspunkte für jeden erlegten Clown? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Panzerbrecher. Das klingt geil. So. Erstmal hier gucken. Weil hier geht's nämlich wieder nach oben. Und hier gibt's noch Seelen. Was ist hier noch? Hier ist nix. Ich habe schon so eine kleine Idee, wo ich rauskomme. Aufzug. Der kommt von oben, ja, war zu erwarten. Okay, nee. Oder doch? Ich habe so eine kleine Idee. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Bei dem Friedhof, bei den Skeletten würde ich vermuten. Feuerbrandschrein. Aber nee. Oh mein Gott, hier. Wow, hier habe ich noch gar nicht... Wer bist du denn? Sie kann nicht sprechen. Estus-Flakon verstärken. Feuerhüterin Seele benutzen, um... Das ist die Feuerhüterung? Feuerhüterseele? Feuerhüterin? Wow. Die kannte ich noch gar nicht. Hier war ich noch nie. Ich bin hier noch nicht einmal runtergegangen. Diese Treppe war für mich unsichtbar. Hi. Hey. Ihr seid ja schon fast eine Hülle. Naja. Vielleicht löst zur Hülle werden ja einige Probleme. Bin ich mir nicht so sicher. So, jetzt muss ich auf jeden Fall einmal zum Schmied. Ich habe nicht genug Seelen. Trotzdem. Ich kill da oben einfach ein paar Sachen. Estos Flakon plus 1! Mehr Heilung! Ich könnte schon plus 2 haben, wenn ich den nicht gefressen hätte, diese dämliche Feuerhüterseelennummer. Tja, so kann's gehen. Oh, stimmt, habe ich ganz vergessen. Hi. Nein, das war dumm, dumm. Dann können wir gleich mal den Flakon probieren. Wie viel geben die eigentlich? 160. Was ist eigentlich hier los? Kann ich dir irgendwie meine Menschlichkeit geben oder so? Kann ich dich wiederbeleben? Weiß ich nicht. Ja, Mike, du hast absolut recht. Ich habe ja einiges an Seelen einstecken im Inventar.
Du hast natürlich absolut recht. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob ich die nicht für irgendwas anderes verwenden kann. Ob die nicht irgendwer vielleicht haben will. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich mit meinen 4000 komme. So. Hey, Boy. Hallo, scheint euch gut zu gehen. Möchtet ihr etwas geschmiedet haben? Ich hoffe, du schmiedest immer noch die coole Waffe für mich, die du mir versprochen hast. Sonst klopp ich dir doch noch irgendwann eine auf die Rübe. So, Ausrüstung reparieren. Das hier, ja. Ja, die Armbrust hat gute Dienste geleistet. Man weiß ja nie. Der Drachenschild auch. Wait. Nee. Wieso kann der mein... Ich hab doch... Niemand möchte, dass ihr zur Hülle werdet. Aber ich bin doch schon eine Hülle. Das ist doch eine miese Nummer jetzt. Ich hab doch hier... Warum kann der mein tolles Schwert nicht reparieren? Dieses. von 16, 60 Robustheit. Ich probier mal, ob ich... Ey, ich will noch was von dir. Ja, bitte. Und zwar Gegenstand kaufen. Ich hätte bitte Verstärkung von Waffen am Leuchtfeuer, Verstärkung von Rüstung, Reparatur von Waffen, Rüstung. Einmal, ja. Bitte. So, und jetzt kaufen. Was hat der denn noch so? Langschwert, Breitschwert, Streitaxt. Der hat nur Standardzeug. Er hat behauptet. Der hat behauptet. Ausrüstung umwandeln. Keine umwandelbaren Waffen vorhanden. Okay. Der Typ hat behauptet. Er würde mir eine Waffe schmieden und ich krieg sie einfach nicht. Waffe verstärken. Verstärken kann ich sie auch nicht? Ich hätte jetzt gerne dieses Schwert verstärkt, das Kristallschwert. Ha. Tja. Blöder Sack. Mann, ey. So, an das Leuchtfeuer gehe ich nicht, weil... Oder weißt du was? Ich bin gerade schwer am Überlegen. Klar, ich habe ihn missverstanden. Ob ich die Axt jetzt nochmal verstärke. Claymore, das waren Zweihänder, ne? Panzerbrecher. Axt plus 5. Der hat eindeutig gesagt, ich kann damit eine tolle Waffe schmieden. Gib mir das. Dann habe ich gesagt, klar. Zinnbeschleuniger. Was ist das? Kann mit den aktuellen Werten nicht effektiv benutzt werden. Was brauche ich denn dafür? Magiebonus.
Wait, what? Okay. Panzerbrecher. Bist du eine Zweihändige? Nee, du bist keine Zweihändige. Typ Stoßschwert. Krummschwert. Großschwert. Gerades Schwert. Okay, ich muss mal ganz kurz ausprobieren. Und zwar nicht in der Nähe des Schmieds, nicht, dass ich im Haus versehen eine auf die Glocke gebe. Okay, das ist Kacke. Oh, und kostet einen Haufen Ausdauer. Der Angriff. Das ist Mist. Das will ich nicht spielen. Also Stoßschwerter sind schon mal nix. Was macht denn ein Krummschwert? Ha. Okay. Ist eigentlich wurscht, ob ich an dieses Leuchtfeuer gehe oder an irgendein anderes. Ausrüstung reparieren. Nee. Ach komm. Also das hat alles keinen Wert. Ich klatsch jetzt nochmal megamäßig den Schaden auf diese Axt drauf. Wo ist sie? Hallo? Kann es sein, dass plus 5 das Maximum ist? Hack ich der Spinne jetzt mit meinem Claymore einfach die Beine ab? So, meine Anti-Feuer-Rüstung hilft bei der Spinne halt gar nicht, ne? Das war ein Scam. Ich vermute, also plus 5 ist ziemlich sicher das Maximum in dem Fall. Ja, springt zurück. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Tja, gerne einen Tipp geben, ey, das... Ich bin in mancher Hinsicht auch schon hart am Verzweifeln. Bin gerade an zwei Optionen dran. Ich hab der Spinnenlady so wenig Schaden gemacht und hab so viel kassiert, dass ich vielleicht... Ich bin hart am Überlegen, ob ich nicht erstmal runter in Neu-Londo oder wie das heißt gehe.
und mich da mal umschaue. Das ist so, das sind so die zwei Dinge, die ich gerade im Kopf habe. Gehe ich zur Spinnenlady oder gehe ich nach Dingens runter? Oder gucke ich mir mal an, welchen Weg, wo ich mich da freigeschaltet habe, wo ich da, was das ist, wo ich da gerade bin. So, ihr seid ja alle mit euch selbst beschäftigt, ne? Neulondo, genau. Ich meine, kostenlose Seelen, aber 24 machen den Kohl auch nicht fett. Ja, ich habe mir übrigens was überlegt, ne? Wenn ich hier durch bin, dann gibt es einen Full Backseat Run. Also dann versuche ich. Dann spiele ich Dark Souls mit vollem Backseat-Gaming durch. Wanderfluch. Was ist das? Und wieder irgendwas gekriegt. Ah, okay. Zeitweiligen Fluch. Kampf gegen Geister. Ja, ich sehe schon. Muss ich den jetzt nehmen? Oder sehe ich die Geister zumindest, bevor ich... Oder sind die einfach unsichtbar und ich laufe hier gerade an 10 Stück vorbei? Aha. Ey, aua. Ey, nein, die krabbeln einen ja auch an. Hör auf. Nein. Okay. Boah, das ist hier aber auch eine Umgebung, ne? Da kann ich bestimmt ins Wasser fallen und ersaufen oder solchen so einen Spaß, ey. Ja, hier, da. Ah, hinter mir. Nein, lasst mich da durch. Ah. Leute. Feuerhüterseele! Gleich nochmal eine! Nice! Gehe ich das jetzt zuerst machen? Ich sollte fast, ha? Huh? Und da läuft er in die andere Richtung. Bin ich so der Freund von Dingen, die ich tun sollte? Fühle ich mich immer zu irgendwas gezwungen? Hi! Hey, noch einer von euch. Grüß dich. Und da unten gibt's schon einen Boss? Ah, wer weiß, wann ich da hinkomme, ne? Ja, ich hab's gewusst. Ich bin durch den Gang gelaufen und hab mir gedacht, ah, uncool. No, Vorrichtung bewegt sich nicht. Aha. Meine Güte, seid ihr viele. Naja, und hinter mir auch nochmal einer.
Aua, 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 aua. Nein, 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 nein. Komm zurück. Hey! Ja, wo denn? Leute. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Was ich eigentlich machen wollte? Am anderen Leuchtfeuer mich hinsetzen, damit ich 10 Flakons krieg. Komplett verpeilt. Das ist sowas von eine Falle hier. Da laufe ich nicht lang. Aha, da ist er. Parierdolch. Ja, komm her. Geist. Ja. In der Wand sitzt da die Ratte, ey. Guckt sie euch an. Verdammte Geister. Schnauze. Okay. Cool. Nichts passiert. Ja, dich da oben habe ich gesehen. Komm runter. Ach so, mein Flakon heilt ja jetzt mehr. War vielleicht nicht ganz so klug, die Nummer gerade. Was? Ah, es ist vorbei. Okay. Gut, dass das nirgends erkennbar ist. Ey. Oh, komm, ey. An so einem dämlichen... No, 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 no. Warum kriegst du keinen Schaden? Danke. Oh. Wait. Ja, da unten sitzt jetzt ein Geist, aber warum konnte ich hier eine Leiter runterschlagen? Wo geht's da hin? Kommst du hoch? Oder nicht? Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich würde ja schon ungern jetzt sterben, weil er mich durch die Wand killt. Was soll das hier? Ja, tatsächlich finde ich das angenehmer als Schandstadt. Das ist, auch wenn ich hier... Ja gut, das scheint zumindest dann der richtige Weg zu sein. Nein, 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 ich bin tot.
Durch die Wand, ey. Durch die Wand. Man prügelt sich in Wände rein. Oh Gott, an welchem Leuchtfeuer war ich das letzte Mal? Ah, beim Schmied. Jetzt wäre ich wieder hier. Ich würde es ja ganz gern zu einer Chat-Entscheidung machen, wenn jetzt mehr los wäre. Würde ich sagen, Chat entscheidet, ob es mal einen Tipp gibt, der irgendwie, ich meine. Also wie gesagt, wenn das Dinge sind, die einfach ganz schrecklich für euch sind, die so wie zum Beispiel das mit dem Backstabben, wie das richtig funktioniert. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch irgendwie eine Spielmechanik, die muss man irgendwie kennen. Eigentlich habe ich schon Lust, mich ein bisschen um die Spinne noch zu kümmern. Eine leichte Armbrust. Oh, okay, cool. Ich hätte schon Lust, nochmal nach der Spinne zu gucken. Ich habe immer vergessen, dass ich bei der Spinne. Boah, bei der Spinne würde ich vielleicht die Gargoyle-Axt mit der hohen Reichweite. Ah, oh, das zweihändig geführt, die Gargoyle-Axt mit der hohen Reichweite gegen die Beine. Ob ich dann irgendwann da irgendwie das hin. Das wäre vielleicht. Boah, das wäre bestimmt geil. Aber ist das verschwendet? Weil ich müsste die ja noch leveln. Ah, wobei, dann könnte ich auch das Claymore nehmen. Aber dann müsste ich auch leveln. Wie viel von diesen Level-Gegenständen habe ich denn eigentlich? 4 Stück. Verstärkt Standardwaffe plus 10. Ja, das mit der Ausdauer ist mir schon aufgefallen. Ja, das ist aber ein Ding, das habe ich mir am Anfang vom Spiel irgendwie so rein angewöhnt und ich versuche es mir schon abzugewöhnen. Mir ist es bereits aufgefallen. Danke nochmal für den Hinweis auf jeden Fall mit dem Schild, dass ich das nicht so oft hochhalten sollte, weil ich dann die Ausdauer nicht so schnell wiederkriege. Das ist mir selber auch schon aufgefallen, tatsächlich. Habe ich bemerkt. Hab's bisher noch nicht erwähnt. So, jetzt wollte ich einmal hier. Gehe ich jetzt nochmal zu den Geistern. 3 Wanderflüche habe ich noch. Da waren ja ein paar Seelen. Aber wie viele waren's? Nein, ich habe vergessen bei der. Oh. Mache ich eben noch. Wir fahren noch mal nach oben. Ich habe doch die Feuerhüterseele noch dabei. Ich habe ja gerade noch mal eine gefunden. Plus 2. Wuhu. So, jetzt ist er mächtig. Mächtiger Flakon.
Ich freue mich wirklich schon drauf, nochmal einen Run zu starten mit vollem Backseat Gaming. Mit allen Tipps, die man kriegen kann. Wie ich mich dann anstelle. Da bin ich wirklich gespannt. So mit hier ist noch eine geile Waffe, nimm die mit und dann geh auf die, keine Ahnung, auf das linke Bein der Spinne, weil das linke Bein ist das Schwächste und dann einfach im First Try, no death, let's go. Weiß nicht, die zwei haben mich irgendwie schief angeguckt. Fand ich nicht cool. Die mussten weg. Ey. Danke. Wo waren hier noch welche? Weiß ich nicht mehr. Schon vergessen. Egal. So, da drüben liegt mein Zeug, aber da komme ich doch nicht. Das ist doch keine... Ist das eine Abkürzung? Ich habe doch da irgendwie eine Leiter freigeschaltet. Kann ich jetzt hier vielleicht... Oh, hi. Wenn du dir im ersten Run selber erarbeiten willst, ohne Hilfe, dann wirst du wahrscheinlich das meiste selbst rausfinden, beziehungsweise so gut werden müssen, um das Game zu packen, dass das Backseat Gaming im zweiten Run dann auch nicht mehr den heftigen Unterschied macht. Da bin ich mir tatsächlich, das denke ich nicht. Also, weil ich auch einfach viele Dinge verpasse, vermutlich. Dass die durch die Wand durchgehen, ne? Das ist schon auch eine miese Nummer. Ihr blöden Geister. Autschi. Okay. Naja gut, das ist dann wohl die Abkürzung da vorne. Die ich hier freigeschalten habe. Jetzt weiß ich, wo der Sinn dahinter ist. Gut zu wissen. So, den Kollegen da oben lassen wir Kollegen sein. Was geht hier noch? Schöne Aussicht. Hallo. Ist das da vorne die Boss-Tür? Nein, ist es nicht. Ah, du bist doch... Das hier... Oh, da kommen ja ganz schöne Haufen. Nein. Lasst mich mal kurz, bitte. Danke. Lass mich mal kurz. Nee, lass mal kurz, bitte. Hey! Ich hab gesagt, lass mal kurz, bitte. Wieso? Nein, ich hab den Fluch. Nein! Ach, hab ich den jetzt benutzt gehabt? Oh, Mann! Wie die aussehen, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ganz schön langen Hals, die Boys. Ach man, weil ich unten links nicht direkt auf den Flakon zurück bin, habe ich gerade nicht die Heilung gekriegt, sondern er war im... Das war jetzt Dummheit. Eigene Dummheit. Also ich glaube einfach, dass ich viele...
viele, viele Waffen oder solche, so Dinge, wo man am Anfang vielleicht schnell drankommen kann. Irgendwelche guten Dinge, die man am Anfang schnell finden kann. Wo man sagt, hey, die hilft dir bis fast zum letzten Boss, so quasi, wenn du die hochlevelst. Gerade solche Sachen, die werde ich im ersten Run auch nicht finden. Ich muss aber ehrlich sagen, die Geister finde ich relativ harmlos, tatsächlich. Das Problem ist, ich habe jetzt noch zwei Wanderflüche. Ich finde bestimmt noch mal irgendwo welche, aber... fraglich, ob die reichen. Ja, genau, ey. Ihr müsst natürlich auch eine Todesreichweite haben, dass ich nicht an euch vorbeilaufen kann. Nicht aus Versehen wieder den Wanderfluch schlucken. Blöde... ey, aber dafür heilt mein Flakon jetzt echt viel. Aber mit 10 Flakons komme ich hier schon ein Stück. Ja, genau, die schlagen halt auch von unten, ne? Seht ihr das? Das ist doch eine miese Nummer, ey. Das ist so eine richtig miese Nummer. War ich hier drin? Ja. Ey, stopp jetzt. Nee. Freund, ey, von wo denn? Aufhören. Ach, von oben. Ach so. Ja klar. Reicht ja nicht. Ach so. Reicht ja nicht, dass sie von unten durchschlagen. Sie müssen auch noch von oben durch... Entschuldigung. Ich wollte doch nur meine Seelen haben. Scheiße. So, wer verkauft mir Wanderflüche? Ich muss kurz zu der Lady da oben schauen, ob die mir Wanderfluch verkaufen kann. Schnauze da oben. Mit deinem Feuer. Du Bazi, du Feuerbazi. Aber ich lass mich auch... das ist so mies, der ist so blöd positioniert, ne? Die Ratte. Und ich guck noch mal wohin. Mir ist nämlich was aufgefallen beim Hochladen. Beim Hochladen der Wanderfluch, die hat sowas. Okay. 4000 Seelen. Beim Hochladen der Videos auf YouTube ist mir aufgefallen, dass es da hinten eine Tür gibt, die ich nicht aufgemacht habe. Welche? Oh, ich weiß jetzt nicht genau, wo die war, ne? Aber ich laufe einfach nochmal. Ich brauche eh 4000 Seelen, also. Und dann habe ich nur einen Wanderfluch. Eigentlich bräuchte ich mehr als 4000 Seelen.
Komme ich da von hier dahin? Nee. Nicht, dass du mich gleich nachher wieder blöd von hinten anspringst, oder du? Kann ich nämlich gar nicht brauchen. Ach, jetzt habe ich aus Versehen. Das war auch aus Versehen. Nee, ich will eigentlich. Wollte ich ihn anspringen. Ah, guck mal, der droppt was. Ich habe aber eh nichts. Ich kann nichts verkaufen. Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich den Händler umgebracht, bei dem ich verkaufen hätte können. Hier, da, die Tür. Die habe ich vergessen. Da mal reingucken. Ich hab doch... Das ist doch jetzt eine Schweinerei. Und die Truhe? Wait. Kann ich die Tür auch noch nicht aufmachen? Ach kommt, Leute. Na toll. Na gut. Dann gehe ich mir jetzt mal ein paar Wanderflüche kaufen und dann holen wir uns die Seelen zurück, die ich da unten habe liegen lassen. Mittlerweile mit den 2000 jetzt, oh, das kommt schon einiges zusammen. Ich mache es aber langsam. Neulondo wird extrem langsam gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Geister, wenn die durch die Wand schlagen und so, das ist nix. Vor allem, wenn man dann so 5, 6 auf einmal hat, macht keinen Sinn. So, also... Wie viel gibt das eigentlich? Benutz mal eine davon. Wie viele geben die? 3000. Jawohl, damit können wir 2 Wanderflüche kaufen. Das muss reichen. Danke. Ich habe noch die Spinne auf dem Zettel. Ah, und da unten gibt es noch einen Typen zu befreien eigentlich. Hier unter mir irgendwo. Oh Mann, ey. So viel Nebenquest-Zeugs. Oh, er ist wieder da. Warum auch immer... die wieder da sind. Ich bin nirgends... Das ist einfach so übel, ne? Ich bin da jetzt schon... Keine Ahnung. Das ist nicht das erste Mal, dass ich da runterfall. Wenn ich jetzt nicht gestorben bin und ans Leuchtfeuer gehe, sind die Seelen ja noch da, ne? Einfach nur mal komplett auffüllen alles, so. Weil da liegen 7000 Seelen halt, ne? Das ist schon ein bisschen was. Da unten.
Ich bin mit meinen Waffen absolut unzufrieden, aus irgendeinem Grund. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie richtig was verpasst. Ah, komm, ich heile mich an euch schnell. Einmal voll heilen, bitte. Danke. Würde ich auch außen rumlaufen können, dann. Und du? Ich erleide dich. Ich erlöse dich von deinen Leiden. Und Wasser wird hier nicht gehuldigt. So. Der andere war einfach nur traurig. So, jetzt hat Lee. Also. Ihr seid. Also, das war ja jetzt schon wieder so nötig, dass die mich getroffen haben, ne? Vor allem kann ich nicht gegen 10 Geister kämpfen, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. So, und hier machen wir es jetzt tatsächlich so, dass ich die umbringe. Nee, 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 mach mal nicht. Dich auch. Oh. Warum? Und damit vielen Dank fürs Einschalten.